Und herzlich willkommen hier zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist Ed, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich. Schön, dass du den Weg hier zurückgefunden hast. Das freut mich doch ganz besonders. Und wie immer gilt natürlich, willst du nichts mehr verpassen, Abo dalassen, Glocke aktivieren, gerne kommentieren und natürlich liken, was das Zeug hält, ist ja logisch. So, meine Freunde, wir sind jetzt hier an unserer, Kohlestraße oder Straße der Kohle oder irgendwie sowas. Oh, diese Lichteffekte ist schlimm. Dass das so irgendwie bei Nacht ist furchtbar. Also keine Ahnung wieso. Dass da irgendwie, also das läuft nicht rund. Habe ich schon ein paar Mal gesagt. Leider, tut mir leid, das kann ich leider nicht ändern. Wie gesagt, wir sind hier bei unserer Straße der Kohle. Und wir wollen mal heute zusehen, dass wir das Ganze mal hier so ein bisschen in Betrieb bekommen. Das heißt, wir brauchen Kohleerz. Wir brauchen hier dann die Kohle. Wir brauchen hier Arbeiter. Wir brauchen hier wieder nur Kohle an sich. Und hier hinten wieder Arbeiter. Ne, also im Grunde brauchen wir hier Arbeiter. Eigentlich ganz easy. So, machen wir mal Folgendes. Machen wir erstmal nochmal was ganz Wildes. Denn, Scusi. Machen wir erstmal noch eine Abfahrt. Eine ganz wilde Abfahrt jetzt. Die ganz, ganz wilde Abfahrt. Kommen wir da rum? 1, 2, 3. Na, kommen wir nicht ganz rum, ne? Schade. Ich versuch das mal. Okay, komm. Und dann soll er hier so runter. 1, 2, 3. Weiter runter. So weit, wie es geht. So, und dann hier rauf. Wie gesagt, das ist eine ganz wilde Geschichte hier, aber es funktioniert. Dank der gebogenen Brücken mittlerweile, was echt ein geiles Feature ist. Das muss man ehrlich sagen. Besser hätte es nicht sein können. So, dann machen wir mal Folgendes. Damit wir hier noch ein bisschen Infrastruktur reinbekommen, sehen wir mal zu, dass wir hier noch eine Bushaltestelle hinbekommen. Warte, Plattformstation. Wo bist du? Ich habe da meine Lieblingsstation. Ihr wisst es. Die ist es nicht. Wo ist sie denn? XS. Ich brauche die große. Das hier. Die mag ich einfach. Die ist optisch genial. Ich finde die super. Damit wir die hier hinbekommen, ne, packen wir die hier gleich mal mit hier ran. So. Fußwege natürlich, nicht vergessen. So, du passt auch. Du passt auch und du sowieso. Zu scharfe Kurve. Ach, guck an. Ah, gut. Zu scharfe Kurve, in Ordnung. So, dann haben wir einen Spot hier. Hier braucht keiner hin. Wir brauchen hier nur Strom. Das heißt, wir werden hier mal ein paar Dinger hinbauen müssen. Obwohl, der wird den versorgen. Das wird wohl gehen. Der hier wird knapp werden. Deswegen bauen wir ruhig mal was hier hin. Dann hat der auch Strom da oben. So, neuer Fahrzeugtyp. Ich lasse normal laufen, ne? Ihr seht, ich will das jetzt hier an den Start bekommen, damit da oben, damit wir da hinten endlich dann mal nochmal Strom ranbekommen, damit die ganze Produktion endlich mal volle Pulle läuft. Das ist ja furchtbar. So, Seilbahn. Haben wir gesagt, wir wollen mit Seilbahn arbeiten, dass wir hier hochbekommen. Mal sehen, wie wir das machen. Warte mal kurz. Große Seilbahn brauchen wir nicht. Wir brauchen nur eine kleine. Eigentlich. Jetzt muss ich mal sehen, wie wir die hier ranbekommen. Und interessant. Weil ich nicht weiß, ob wir hier vielleicht nur einen zweiten Bagger mit hochbekommen. Warte mal ganz kurz, das sehen wir ja gleich. Das können wir ja mal schauen. Lass mal schauen, was wir hier noch hinpacken können. Was haben wir, die Uranmine? Nein. Automine. Die schafft gerade mal 31%. Ist nicht viel. Das schafft unser Bagger. Wo ist er denn?
56%, er schafft hier mehr. Das heißt, wenn wir hier noch was hinbauen, könnten wir da noch ein bisschen was reißen. Noch mehr Kohle ranholen, warum nicht, ne? Sag mal so, Schaden tut's doch nicht. Na, dann machen wir hier mal eine Kante ran. Damit wir hier eine Fläche bekommen. Ja, dann holen wir nochmal den, nicht die Gravelmine, sondern die Kohlemine. Die darf es möglichst nicht überschneiden. Jetzt müsste ich das dann natürlich wegbekommen. Ah, Stein wegzumachen ist immer so eine Sache hier. Ist immer böse. Kostet immer einen Haufen Geld. Geld, was wir eigentlich nicht haben, aber gut, was willst du machen? Ich könnte natürlich auch im Landschaftseditierungsmodus rangehen und so weiter, aber das will ich ja nicht. Ja, das will ich jetzt nicht. So, dann machen wir es hier wieder gerade, dass wir uns da hinpacken können. So, damit wir aus dem Bereich rauskommen. 61%. Naja, ist besser als nix, ne? Der schafft komischerweise hier nur 24%. Also das ist echt schwach. Ganz ehrlich, ist zwar automatisch, vollautomatisch. Da oben schafft er 21%. Was schafft er hier? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Was er sagt. 33% vollautomatisch. Aber ja, ne? 23, was schafft er hier? Ich weiß es nicht. Brauchen wir keine Arbeiter, während wir beim Bagger da noch Arbeiter brauchen. 36%. So, und wenn wir mit dem Bagger hier arbeiten, dann bekommen wir hier 61%. Das ist schon deutlich besser, ne? Also, wenn wir das Stück noch wegkriegen, dann können wir da auch noch mit dem arbeiten. Also, noch ein bisschen wegmachen. Mach das mal punktueller. Also, so schön diese Autodinger so auch sind, das einzige Problem ist halt wirklich, du musst es auf dem Feld haben, wo Kies ist. Und ja, ne, das ist einfach doof. Einfach unpraktisch. Leider. Leider. So, komm. 9,15, ein bisschen wäre noch schön. Ein bisschen, und kommt. Ein bisschen. 55. 54. Vorne ist mehr, aber dann schneiden wir uns in den Bereich rein. Komm. 54 ist besser als nix. Wobei das ja schon fast wieder nix ist, ne? So, wie gesagt, wir müssen die hier irgendwie hochbekommen. Das heißt, wir müssten hier irgendwie... Ja, mal zusehen. Dass wir da was machen. Voll die S-Kurve. Wäre auch mal eine interessante Variante. Aber nee, wir machen es ja vernünftig. Das Schöne ist, es ist ja alles relativ glatt hier, ne? Also relativ... straight geradeaus. Na, dann passt der auch. Das ist in Ordnung. So, der ist dran. Der wird gebaut. Okay, der. Dann haben wir zwei. Dann müssen wir den auch noch hier dran bekommen. Eigentlich wollte ich ja in dieser Folge das so haben, dass wir da schon mal irgendwie rankommen. Aber nee. Nö. Und das muss nochmal weg hier. Das müssen wir nochmal ändern. Scusi. So, mach das gerade. So, mach gerade. So, okay. Das jetzt. Wir brauchen dann nämlich einen Dreier. Verteiler. Pipeline-Motor und Dreier-Verteiler-Motor. Guck, ob wir da irgendwas haben.
One in. One track. Dann haben wir den, der würde gehen. Der würde auch passen. Ah, komm. Ah, das, der hat wieder das Problem mit, mit dem Anschluss, ne? Das hier würde gehen. Ziemlich wild, aber würde gehen. Würde gehen. So, Straße wieder angeklemmt, bitte. Hoffentlich gehst du auch. Ja, perfekt. So, den haben wir auch. Jetzt das hier. Ziemlich wild. Vielleicht können wir da sogar eine Vanilla-Geschichte draus machen. Mal sagen, okay, du gehst so. Oder wir machen es unkompliziert mit den kleinen Mods. Können wir ja auch machen, ist ja auch kein Thema. So, wie gesagt, ich lasse momentan die volle Pulle Geschwindigkeit laufen, damit wir vorankommen. Hier jetzt die... Da oben ist auch noch ein Anschluss. So, okay, das läuft. Jetzt... Hör mal zu, dass wir das möglichst schön hinbekommen. So, dann passt das auch mit der Anlage. Perfekt. So. Dann haben wir den hier auch, den Kumpel. Sehr schön. Dann brauchen wir hier oben Strom. So, Strom, den haben wir auch. Sehr gut. Train is waiting too long. Ja, ich weiß, ihr wartet zu lange. Ihr habt da sehr lange Ladezeiten. Es tut mir ja auch leid, liebe Züge. Aber ich kann es doch gerade nicht ändern. Ich arbeite doch schon dran. Hetz mich nicht. Wie gesagt, es muss ja immer erst laufen, bevor man hier anfängt, was zu machen. So, vielleicht bauen wir wegen der Optik halber dann doch mal hier so ein etwas größeres Teil hin. Es muss aber runtergehen. Deswegen irritiert mich das so ein bisschen mit der Straße dann. Ja, das ist irgendwie schlauer gelöst, finde ich. Machen wir mal eine kleine Seilbahnstation. Ich hoffe, die kommen da ran, von der Entfernung her. Wenn nicht, muss das irgendwie zentraler setzen. Das ist ein bisschen besser. Mittig ist. Wisst ihr? Damit wir sagen, okay. Da komm. Na komm. So, nochmal. Also. Ich hoffe, es reicht von der Entfernung her. Das ist das, was mich halt irritiert so ein bisschen. Wo ist das? Ach, da ist der Ausgang. Da müssen wir den so bauen. Das ist zu großer Anstieg. Okay. Ja, aber wenn wir da noch einen Pfosten zwischensetzen, müsste es gehen. Kleiner, großer. Ja, das müsste doch gehen. So. Okay, das geht. Ja, Seilbahn ist immer so eine Sache.
Kabel. Okay, das ist zu hart. Ein bisschen zu hart, das Ganze noch. Ärgerlich. Na komm. Okay, benötigt kleiner Seil, zu großer Aufstieg. Das wäre wohl wär's. Na okay, dann passt wieder. Da ist das Problem. Also momentan, der hier ist zu hoch. Der sagt, okay, nett. Zu großer Aufstieg. Ja, so ein bisschen tricky. Okay, 1, 2, 3. Der untere passt. Aber der obere nicht. Ja, das ist ein bisschen... Der obere ist zu hart. So würde es gehen. Ja, dann machen wir mal ein bisschen... Arbeiten noch. Was man nicht alles machen muss, nur um die Leute da hoch zu bekommen, ne? Ist schon hart. Und der passt noch nicht. Und das würde gehen. Alter, ist das krass, ey. Aber da braucht man immer noch ein bisschen was weg hier. Oder auffrischen. Eigentlich brauche ich hier eine scharfe Kante. Ja, verstehe, das ist das Problem. Okay, jetzt passt der nicht. Warte mal. Der, jetzt würde, so würde das gehen. Aber Problem ist, der braucht Straßenanschluss. Okay, den können wir aber dranlegen. Warum passt das denn jetzt? Was ist denn? So, das passt. So, Seilbahn. Nicht ganz... Ach, shit. Ist nicht ganz gerade. Ach, Mann. Das ist eine Kacke. Großer Seilbahnmast. Ist aber kleiner, ne? Genau. Wir haben die kleine Seilbahnstation. Ja, nochmal weg. Das geht so nicht. Wenn, dann muss es ja gerade sein. Möglichst gerade. Ja, besser. So, ihr wisst, normalerweise arbeite ich ja nicht so gerne mit den Seilbahngeschichten, weil die einfach zu langsam sind. Aber in dem Fall können wir das mal machen. Das heißt, wir müssen auch zusehen, dass wir hier hinten die Leute ranbekommen. Dass wir hier eine Busverbindung hinpacken, damit die da aussteigen und damit die das dann nutzen. Das wird nur eine Aufgabe hier, Leute. Geldtechnisch, okay. 4-4. Haben wir auf Seiten... Nein, auf Seiten des Westens haben wir nichts. So, das passt. Gebäude ist ohne Strom, hat keinen Strom. Motor ist ausgeschaltet, ja. So, Start. Die fahren auch, obwohl es keinen Strom hat. Ne, aber es geht. Man ist ja auch mal ganz nett, mal wieder mit Seilbahngeschichten zu haben. Alles nur, damit wir da hinten Strom hinbekommen. Es ist Wahnsinn, oder? Genau, es ist Wahnsinn. Ist der Hammer. Ist der Burner, sag ich euch. Der Burner. So, Elektrizitätsprobleme, das kennen wir ja, das ist klar. So, kohletechnisch sieht es ganz gut aus. Es läuft. Ist noch nicht perfekt, aber es läuft. So, damit haben wir das hier gelöst.
Dann brauchen wir hier oben kein Kraftwerk, sondern ein Transformator. Train is waiting too long. Ja, ja. Ja, dann nehmen wir nämlich ruhig ein bisschen mehr Power in der Hand. So, setzen den hier oben ran und dann passt das auch. Vielleicht machen wir hier oben nochmal eine Feuerwehr. Mal gucken. Ah, damit das Ganze dann auch passt hier. So, dann haben wir nämlich hier hinten schon mal einen Ausgang, den wir schon mal nutzen könnten. Ja, aber klar, dass du nicht rumkommst. Na, okay, dann nehmen wir dich mal so lang. So, damit steht die Stromleitung schon mal. Dazu, das passt. So, dann brauchen wir hier auf jeden Fall auch nochmal. Warte, das haben wir gleich. Nochmal. Also wie gesagt, das ist jetzt erstmal nur 1000. Brauchen wir hier so viele 1000? Brauchen wir 1000 Leute, die hochfahren? Ich glaube, da reicht doch die normale, oder? Na, ja, dann machen wir. Ihr wisst ja, ich habe da so eine. Die hier, das ist mein absoluter Favorite. Keine Ahnung, ich finde die einfach super. Optisch. Dass die hier aussteigen, hier oben nochmal. Und dann da einsteigen, möglichst. Ja, dass sie sich so ein bisschen verteilen. Ja, ich hoffe, es reicht. Vom Weg her. Ja, der Weg reicht. Normalerweise sollte das gehen. Gut, das sieht gut aus. Gut, nächste Aktion. Die Straße hier auch nochmal heile machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich meine, dann können wir das doch auch mal gebogen machen, oder? Brauchen ja leider so ein Stück gerade. Okay, dann machen wir mal. Momento. Ein Stückchen gerade anheben, wenn es geht. Jetzt schauen wir mal, dass wir das hier. Kriegen wir das? Am liebsten, ich hätte so einen kleinen Meißel am liebsten, wo wir sagen, okay, da gehen wir mal durch jetzt. So, okay, dann nehmen wir den und dann versuchen wir mal mit einer gebogenen Brücke da runterzukommen. Okay, jetzt kommt ja zumindest mal was. Aber das hier wird leider nicht gehen. Ah, das wäre so schön, wenn man hier sagen würde, okay. Kommen wir, kommen wir auch nicht ganz ran. Aber das geht. Runter, 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 runter. Das wäre auch krass. Aber ganz ehrlich, es hätte was, ne? Es wäre irgendwie cool. Okay, es ist nicht ganz gerade jetzt. Das ist nicht so schön. Nehmen wir nochmal weg. Runter. Ja. Und jetzt versuchen ranzukommen. Perfekt. Sehr geil. Na, falls Feuerwehr da hoch muss oder was weiß ich nicht was, haben die da auch auf jeden Fall schon mal die Strecke. Geil. Gefällt mir richtig gut hier.
die Ecke. Jetzt müssen wir es nur noch an den Start kriegen, liebe Freunde. Und beim nächsten Mal fangen wir an mit dem Stadtbau hier, damit wir hier Leute ranbekommen. Aber wie gesagt, bis dahin bin ich raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von edgaming.tv. Bye, bye.